Hochansehnliche Festversammlung, es ist mir eine aufrichtige Freude, dass unsere heutige spezielle akademische Feier durch den Besuch so vieler Freunde, Würdenträger, Vertreter von Staat, Land, Stadt, Kirche, von Industrie und Wirtschaft ausgezeichnet wird. Für unsere Alma Mater Leopiensis ist es eine große Auszeichnung, dass unser Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer persönlich bei dieser Promotion anwesend ist. Herr Bundespräsident, herzlich willkommen. Mit einem herzlichen Glück auf heiße ich unsere Ehrenbürgerin, Kommerzialrat Magister Dr. Karin Schaub und den Herrn Geschäftsführer Bergrat HC Diplomingenieur Günter Kolb als Mitglieder unseres Universitätsrates willkommen. Mit einem kollegialen Glück auf begrüße ich unsere Würdenträger. Die Trägerin der Erzherzog-Johann-Medaille in Bronze, Dr. Erika Augustin. Den Träger der Erzherzog-Johann-Medaille in Silber, Hofrat Diplomingenieur Dieter Sueng. Die Ehrenbürger, Bürgermeister Hofrat Dr. Matthias Konrad, Diplomingenieur Hugo Lenhard Backhaus und den Ehrensenator Dr. Helmut Login. Einen freundlichen Gruß empfehle ich den Vertretern von Staat, Land und Stadt. Ich begrüße in Vertretung von Landeshauptmann Magister Franz Josef den Präsidenten des Steiermärkischen Landtags, Ingenieur Manfred Wegscheider. In Vertretung von Landeshauptmann Stellvertreter Hermann Schützenhöfer und Landesrätin Magister Christina Edlinger-Bloder, die zweite Vizebürgermeisterin von Leum, Ingenieur Eva Maria Lipp, den Landesamtsdirektor Hofrat Magister Helmut Hirt, die Nationalratsabgeordnete Andrea Gessel-Ranftl, Herrn Bundesrat Gerd Krusche, die Stadträte Wilfried Gröbminger und Harald Tischert und die anwesenden Gemeinderäte, den Bezirkshauptmann Hofrat Magister Dr. Walter Kreuzwiesner, von der Montanbehörde Süd Diplomingenieur Egon Kaiser, den Sicherheitsdirektor Hofrat Magister Josef Klamminger, den Kommandanten des Jägerbataillons 18 Oberstleutnant Karl-Heinz Tatschl.
In Vertretung des Präsidenten des Oberlandesgerichts Graz, Dr. Maria Skaria, Dr. Andreas Heidacher, Senatspräsident des Oberlandesgerichts. Den Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben, Dr. Walter Blöbst. Den Polizeikommandant Oberstleutnant Michael Mittasch. Von der Bundespolizeidirektion Leoben, Hofrat Magister Günther Lengauer und Oberstleutnant Herwig Rath. Vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Dr. Eduard Galler. Die Bürgermeister von Kaprun, Ingenieur Norbert Karlsböck und von St. Stephan, Friedrich Angerer. Den Stadtamtsdirektor Dr. Wolfgang Domian und den Stadtwerkedirektor Diplom-Ingenieur Ronald Schindler. Für die Geistlichkeit heiße ich willkommen Stadtpfarrer und Hochschulseelsorger Monsignore Dr. Markus Blöbst. Stellvertretend für die Vertreter aus Wirtschaft und Industrie richte ich ein herzliches Glück auf an den Gesellschafter der österreichischen Salinen AG, Honorarprofessor Bergrad HC, Diplom-Ingenieur Dr. Kurt Tomanek, den Geschäftsführer der ASMET, Diplom-Ingenieur Dr. Heimo Jäger und den Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiativen Leoben, Ingenieur Leopold Pilsner. Dem Anlass entsprechend begrüße ich auch ganz speziell die anwesenden Doktoren, die ihren akademischen Grad ebenfalls sub auspices Präsidentis verliehen erhalten haben. Universitätsprofessor Dr. Karl Lorbeer und Herrn Dr. Florian Grün. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Verwandten, Freunden und Bekannten des heute zu Promovierenden. Mit einem herzlichen Glück auf begrüße ich meine Herren Kollegen, Dozenten, Assistenten, die uns treu verbundenen Emeriti und alle Angehörigen dieser Universität. Ihnen allen empfehle ich im Namen unserer Universität einen freundschaftlichen Willkommensgruß. Sehr geehrte Festversammlung, es ist eine hohe Auszeichnung und Freude für eine Universität, wenn unter der Anwesenheit des Bundespräsidenten ein Promovent gewürdigt wird. Der Anlass sind die außergewöhnlich hohen Leistungen des Subauspizis-Kandidaten, die er bereits ab der Mittelschulzeit erbracht hat. Um die Bedingungen für die Subauspizis-Auszeichnung zu erfüllen, hat unser heutiger Kandidat, Herr Diplom-Ingenieur Christoph Kirchlechner, alle Oberstufenklassen mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen, die Matura mit Auszeichnung bestanden, alle Fachprüfungen sowie die Diplomarbeit mit sehr gut absolviert, sowie Rigorosum und Dissertation mit sehr gut abgeschlossen. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten ist eine Auszeichnung für den Promoventen, aber auch eine Botschaft an die Öffentlichkeit über die Bedeutung von Spitzenleistung in der Wissenschaft für unsere Gesellschaft. Gerade in den sogenannten MINT-Fächern ist diese Botschaft besonders wichtig, um den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern. Damit es gelingt, wissenschaftlichen Nachwuchs mit derartigen Spitzenleistungen hervorzubringen, müssen auch die Rahmenbedingungen an der Universität gegeben sein. Neben Instituten, die über eine moderne Ausstattung verfügen, ist vor allem auch die Betreuung durch herausragende akademische Lehrer erforderlich, die eine hochwertige wissenschaftliche Arbeit und Begleitung des jungen Wissenschaftlers ermöglichen. Im Falle unseres heutigen Promoventen bot das Erich-Schmidt-Institut unter der Leitung von Herrn Professor Gerhard Dehm beste Voraussetzungen. Ein wissenschaftsfreundliches Klima ist nicht nur für unsere Dissertanten wichtig, sondern auch Grundlage für die gedeihliche Entwicklung unseres Landes. Die Montanuniversität ist bemüht, für die Studierenden die Grundlagen für Spitzenforschung möglichst bald zu legen. Durch die traditionellerweise sehr guten Kontakte zu Wirtschaft und Industrie werden im Drittmittelbereich zahlreiche und umfangreiche Forschungsprojekte bearbeitet, in die häufig Studierende eingebunden werden, die damit früh die Möglichkeit zu einem Einblick in die wissenschaftliche Arbeit erhalten. Diese Aufgabenstellungen aus der Wirtschaft sowie zahlreiche Projekte im Rahmen der Antragsforschung sind es auch, die nach dem Studium Gelegenheit zur wissenschaftlichen Arbeit bieten. Der hohe Forschungsanteil an der Montanuniversität bildet sich auch in der hohen Anzahl von Dissertationen ab.
In der bisherigen Geschichte unserer Alma Mater wurden insgesamt über 1400 Kandidaten promoviert. Umso herausragender ist die Leistung unseres heutigen Promoventen, da wir heute erst die fünfte sub auspiciis Presidentis Republicae Promotion an der Montanuniversität erleben dürfen. Die hohe wissenschaftliche Leistung an unserer Universität ist schlussendlich auch möglich, da die Montanuniversität in der glücklichen Lage ist, im unmittelbaren Umfeld über wichtige Forschungseinrichtungen zu verfügen, wie die COMET-Zentren MCL, PCCL und K1MET, zahlreiche Christian-Doppler-Labors und das Erich-Schmidt-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zahlreiche Dissertationen wurden und werden im Rahmen wissenschaftlicher Projekte in diesen Einrichtungen erarbeitet. Umgekehrt profitieren diese Einrichtungen von der Nähe zur Universität bzw. könnten ohne diese nicht betrieben werden, da damit der Zugang zu Kompetenz und wissenschaftlichem Nachwuchs nicht gegeben wäre. In letztgenannter Institution, dem Erich-Schmidt-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat auch unser heutiger Promovent seine Dissertationsarbeit verfasst. Gerade im Umfeld der derzeitigen Diskussionen um die Schließung von Instituten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften muss auf die möglichen negativen Folgen hingewiesen werden. Im Falle des Erich-Schmidt-Instituts, das in Personalunion mit dem Lehrstuhl für Materialphysik an der Montanuniversität geführt wird, wurde über Jahrzehnte auf eine komplementäre Ausstattung in personeller und apparativer Hinsicht geachtet. Diese Institute sind als homogene Einheit zu betrachten. Eine Schließung würde zu einer wesentlichen Schwächung des Standortes Leoben im Hinblick auf seine wissenschaftliche Schlagkraft führen. Ich fordere daher die zuständigen Stellen auf, den Erhalt des Erich-Schmidt-Instituts zu sichern. Abschließend noch ein paar Worte an unseren heute auszuzeichnenden Herrn Christoph Kirchlechner. Durch die von Ihnen verfasste Dissertationsarbeit profitieren Sie persönlich, aber auch die Gesellschaft. Als Person profitieren Sie deshalb, da Sie sich durch die Arbeit weiterentwickelt haben, sei es fachlich im Sinne einer Ausbildung oder emotionell durch Erfolgserlebnisse, aber auch Zweifel, die wohl jeden Dissertanten zumindest einmal plagen. Andererseits trägt Ihre Arbeit auch zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse bei, wie es Ihre Gutachter ja bestätigt haben, wodurch Sie einen Beitrag für die Gesellschaft erbracht haben. Damit profitieren beide, Sie als Person, als auch die Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen dies auch in der Zukunft gelingen möge. Glück auf! Ich darf Ihnen nun unsere Musik ankündigen. Der Rahmen wird uns heute geboten vom Quartett Leoben. Hans Moscher, erste Violine, Ingrid Neugebauer, zweite Linie, Peter Weissacher, Viola und Heinz Moser, Violoncello. Sie spielen für uns nun Josef Haydn, Streichquartett in B-Dur, Opus 76, dritten Satz, Menuett Allegro.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Ehrengäste, lieber Christoph, liebe Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute zur Subauspizes-Promotion Herrn Christoph Kirchlechner vorstellen zu können. Eine Ehre, die einem als Professor höchstens einmal in der Amtszeit zuteil wird. Christoph Kirchlechner ist am 28. Dezember 1982 in der Nähe Innsbrucks geboren und in Kaprun aufgewachsen. Er besuchte das Bundesrealgymnasium in Zell am See und absolvierte mit Auszeichnung die Höhere Technische Bundeslehranstalt in Saalfelden mit Schwerpunkt Maschinenbau, was sicherlich unseren Rektor auch sehr freut, der auch Maschinenbauer ist. 2003 begann er mit dem Studium der Werkstoffwissenschaft an der Montanuniversität Leoben, einem ingenieurswissenschaftlichen Studiengang, das den Ruf hat, schwierig zu sein. Also genau das Richtige für einen klugen Kopf. Für alle Fachfremden lassen Sie mich ganz kurz erklären, was sich hinter Werkstoffwissenschaft verbirgt. Werkstoffwissenschaft deckt ein breites Fachgebiet ab, das von der Herstellung von Materialien, zum Beispiel vom Gießen und Erstarren von Metallen, über Beschichtungen für die Mikroelektronik, über die Entwicklung neuer hochfester Stahlsorten, leichterer und festerer Legierungen für den Kfz-Bereich oder neuartiger nanokristalliner Materialien mit besonderen magnetischen oder mechanischen Eigenschaften, bis hin zu so unterschiedlichen Themen wie Bionik, Halbleitertechnik und Photovoltaik reicht. Dementsprechend benötigen Werkstoffwissenschaftler fundierte Kenntnisse in verschiedenen Grundlagenfächern, vor allem der Physik, der Mathematik, der Chemie und der Mechanik, um darauf aufbauend die verschiedenen Werkstoffaspekte später erarbeiten zu können. Lassen Sie mich noch erwähnen, dass Werkstoffwissenschaft als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien in Europa angesehen wird und auch in Österreich aufgrund seiner starken metallverarbeitenden Industrie von großer Bedeutung ist. Sein Studium hat Christoph 2008 mit Bestnoten und dem Rektor Platzering, der höchsten Auszeichnung der Montanuniversität, für ihre besten Absolventinnen und Absolventen beendet. Erste Einblicke in die Welt der Wissenschaft hat er bei uns am Erich-Schmidt-Institut für Materialwissenschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als studentischer Mitarbeiter bereits 2006 erhalten. Schon während dieser Zeit hat sich neben seinen fundierten Fachkenntnissen auch seine große experimentelle Begabung gezeigt. Christoph hat am Institut unter Betreuung von Professor Kekesch eine Diplomarbeit 2007 und 2008 durchgeführt und hat sich mit Röntgendiffraktion beschäftigt. In seiner Diplomarbeit hat er eine Methodik entwickelt, um die thermische Materialermüdung von nitritbeschichteten Stahlsorten aufzuklären. Einige der Experimente haben ihn damals bereits ins Ausland geführt. Er war am Synchrotron in Desi und hat dort Messungen durchgeführt. Bereits nach seiner Diplomarbeit konnte er zwei wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften vorweisen. Christoph Kirchlechner ist begeisterter Segler und steuert im Sommer als Kapitän mit Freude durch die blaue Adria. Das Schöne ist, dass er mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Kurssicherheit, aber auch mit der gleichen Kreativität auf Unvorhergesehenes zu reagieren, ab 2008 durch seine Dissertation steuerte. In seiner wissenschaftlichen Arbeit befasste er sich mit der Fragestellung,
Wieso Metalle, wenn die Dimensionen immer kleiner werden, wie zum Beispiel in Sensoren, plötzlich ein anderes mechanisches Verhalten zeigen? Seit einiger Zeit weiß man, dass mit abnehmender Dimension die Festigkeit zunimmt. Kleiner ist fester. Ein in der Praxis sehr positiver Effekt, denn das verbessert üblicherweise die Lebensdauern, wenn die Materialkomponenten immer kleiner werden. Allerdings ändert sich auch das Verformungsverhalten komplett. Versucht man, das miniaturisierte Metall zu verbiegen, läuft dies nicht mehr kontinuierlich ab wie bei einem makroskopischen Metall, sondern ganz diskret und von Probe zu Probe mit unerwarteten stochastischen Schwankungen. Das heißt, wenn man so ein kleines Metall versucht zu biegen, weiß man nicht genau, an welcher Stelle die Verformung auftritt und bei welcher Kraft es zur Verformung kommt. Um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, musste Christoph einen Weg finden, ins Materialinnere von kleinen Proben blicken zu können, wobei der Durchmesser der Proben 10 bis 20 Mal kleiner ist als die Dicke eines menschlichen Haares. Als Material wählte er Kupfer, da es in der Mikroelektronik und Sensortechnik als Metallisierung häufig eingesetzt wird und dort auch mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Sie können sich vorstellen, Bauteile im Automobilbereich erfahren Temperaturschwankungen. Durch die unterschiedliche Ausdehnung kommt es dadurch dann zu Verformungen im Material. Um ins Materialinnere blicken zu können, verwendete Christoph fokussierte Röntgenstrahlung am Synchrotron in Grenoble. Damit untersuchte er kleine Druckproben vor und nach der Verformung, rasterte sie mit dem Röntgenstrahl ab, um bei der Verformung gespeicherte Defekte, sogenannte Versetzungen, zu detektieren. Diese für Experten werden im Beugungssignal durch eine Änderung der Reflexform sichtbar. Zum quantitativen Auswerten, welcher Versetzungstyp und in welcher Anzahl diese Versetzungen vorliegen, musste er sich in die Physik der Laue-Beugung einarbeiten und auch neue Auswerteroutinen entwickeln. Das alleine führte bereits dazu, dass die internationale Fachgemeinde auf seine Arbeiten aufmerksam wurde. Aber sein Ziel natürlich noch ambitionierter. Christoph wollte bei der Verformung der mikroskopisch kleinen Kupferproben mit dem fokussierten Röntgenstrahl Änderungen live mitverfolgen. Dazu musste er eine geeignete Prüfapparatur konzipieren, die eine kontrollierte Verformung der mikroskopisch kleinen Proben am Synchrotron ermöglicht und gleichzeitig sicherstellt, dass der Röntgenstrahl die Probe auf ein Tausendstel Millimeter genau trifft und das abgebeugte Streusignal auch zum Detektor gelangt. Christoph gelang dieses schwierige Unterfangen in beachtenswerter Weise und er erzielte in erstaunlich kurzer Zeit bahnbrechende Ergebnisse, mit denen er wesentlich zum Verständnis der Verformungsvorgänge in mikroskopisch kleinen metallischen Kristallen beigetragen hat. Mittlerweile kann er auf ein Dutzend Publikationen in Fachzeitschriften, mehrere Auszeichnungen für seine Arbeiten, zum Beispiel Best Poster Awards bei Konferenzen, mehrere Fachvorträge auf internationalen Tagungen und eine ausgezeichnete Dissertationsschrift mit dem Titel Plasticity at the Micron Scale, a Micro-Laue Study, mit Stolz zurückblicken. Trotz all dieser Erfolge ist es sehr schön zu sehen, dass der Christoph von heute und der Christoph von gestern gleich geblieben sind. Zumindest kann ich das von seinen Anfängen bei uns am Institut ab 2006 bis heute bestätigen. Für einen längeren Zeitraum kann man ja im Anschluss vielleicht noch die Eltern befragen dann. Christoph zeichnet sich durch Engagement und Hilfsbereitschaft aus. Bereits als Student machte ihm Mithilfe bei der Lehre Freude und so engagierte er sich 2005 und 2006 als Tutor an den beiden Leobener Mathematikinstituten. Heute unterrichtet er die Studentinnen und Studenten der Werkstoffwissenschaft in Übungen in den Grundlagen der Röntgenbeugung. Seine gute Laune, seine umgängliche Art, aber auch seine Freude an der wissenschaftlichen Arbeit und der Lehre machen ihn zu einem hochgeschätzten Kollegen am Institut. Trotz all seiner Begeisterung für die Forschung fand er auch immer Zeit, seinen Hobbys nachzugehen, vor allem dem Segeln im Sommer und dem Skifahren im Winter. Obwohl er exzellent Ski fährt, muss er allerdings aufpassen, dass ihn seine große Liebe Ines, die er im Studium kennengelernt hat, auf der Piste nicht abhängt. Daher ist es sicherlich gut, wenn er in den Skigebieten um Kaprun weiter fleißig Ski fährt. Das kann ihm sicherlich auch der Kapruner Bürgermeister ein bisschen erleichtern. Christoph wird der Wissenschaft hoffentlich erhalten bleiben.
Erstmal wird er seine Arbeiten am Leobner, an der Montanuniversität in Leoben am Lehrstuhl Materialphysik fortsetzen. Dann lockt mit dem Oak Ridge National Lab vielleicht ein Auslandsaufenthalt in den USA. Egal, wie du bzw. du und Ines euch entscheidet, blicke stets nach vorne und bleib so, wie du bist. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Weiterhin alles Gute, Glück auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun zur Promotion. Ich bitte Herrn Diplom-Ingenieur Kirchlechner, sich zu erheben. Sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur Kirchlechner, Sie haben durch Ihre wissenschaftlichen Arbeiten und bei der strengen Prüfung jene Fähigkeiten und Kenntnisse in besonderer Weise nachgewiesen, die zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der montanistischen Wissenschaften gefordert werden. Bevor Ihnen die Urkunde überreicht wird, müssen Sie das Versprechen ablegen, dass Sie sich immer so verhalten werden, wie es der angestrebten Würde entspricht. Sie sollen demnach versprechen, das Ansehen der Montanuniversität Leoben, die Ihnen den akademischen Grad eines Doktors der montanistischen Wissenschaften verliehen hat, stets hochzuhalten und immer bestrebt zu sein, die montanistischen Wissenschaften nach ihren besten Kräften zu fördern, um damit zur Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft und deren gedeihliche Weiterentwicklung beizutragen. Ich fordere Sie auf, dieses Versprechen abzulegen. Ich verspreche es feiern. Ich bitte die Festversammlung, sich zu erheben. Sehr geehrter Diplom-Ingenieur Kirchlechner, Sie haben alle vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Als Studiendekan verleihe ich Ihnen Kraft meines Amtes den akademischen Grad eines Doktors der montanistischen Wissenschaft und verkünde es hiermit öffentlich. Der erste Begutachter Ihrer Dissertation, Herr Professor Gerhard Dehm, übergibt Ihnen nun die mit dem Siegel der Montanuniversität Leoben versehene Urkunde. Dankeschön. Ich bitte die Festversammlung wieder Platz zu nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor der Ansprache unseres Herrn Bundespräsidenten und der Überreichung des Ehrenringes darf ich noch einmal das Streichquartett ankündigen, das Streichquartett diesmal in B-Dur, Opus 76, vierter Satz, Allegro Molto von Joseph Haydn.
Magnifizenz, hochgeschätzter Herr Rektor, an der Spitze des Professorenkollegiums, Herr Präsident des Steirischen Landtages, Herr Bürgermeister von Leoben, geschätzte Festgäste und vor allem Sie, Herr Kollege, den man seit wenigen Minuten als Herr Doktor ansprechen darf, was ich gerne tue und wozu ich Ihnen gleich am Beginn sehr herzlich gratuliere. Seit meiner Angelobung als Bundespräsident bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, heute das dritte Mal in Leoben bei einer Superspezies-Promotion. Und die ganze Zeit, seit 2004, hatte ich es gewissermaßen mit dem bisherigen Rektor, Professor Wegscheider, zu tun. Und ich benütze daher gerne die Gelegenheit, zunächst einmal Ihnen, Herr Rektor außer Dienst oder Herr Professor, oder wie man in Österreich sagt, Herr Rektor, herzlich zu danken für Ihre Arbeit an der Spitze dieser Universität, die ja eine bemerkenswerte und eine in ihrer Aufgabenstellung und Funktion einzigartige Universität in Österreich ist. Und im gleichen Atemzug möchte ich auch dem neuen Rektor, der sein Amt am 1. Oktober 2011, also vor weniger als 4 Monaten angetreten hat, für die bevorstehende, sicher nicht leichte, sicher schöne Amtszeit und Aufgabe alles Gute wünschen. Promotionen dieser Art haben den Vorteil, dass man immer wieder mit den Universitäten und zwar eigentlich mit allen Universitäten Kontakt hat. Selbst an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, die es seit 150 Jahren oder so gibt, hat es zum ersten Mal eine Promotion super species gegeben, vor einigen Jahren, die erste in der Geschichte dieser Universität, aber die eigentlich der naheliegende Beweis dafür ist, dass es in allen Bereichen der Wissenschaft und an allen Universitäten, auch im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Kunst, hervorragende Leistungen gibt. Und eigentlich hat jede einzelne Promotion super species, an der ich bisher teilgenommen habe, und ich glaube, ich habe keine einzige oder höchstens eine versäumt, jede ist ein erfreuliches Ereignis, ein uneingeschränkt erfreuliches Ereignis. Ein in der Regel junger Mann oder eine junge Frau, habe allerdings auch schon eine 65-jährige Promovendin an der Bildungswissenschaft Klagenfurt kennengelernt, aber in der Regel ein relativ junger Mann oder eine relativ junge Frau schließt einen langen Abschnitt seines oder ihres Lebens ab mit der amtlichen Feststellung, dass die Leistungen, die erbracht wurden, nicht nur punktuell in einem Slalom von einer Minute 43,6 Sekunden mit Bestleistung abgeschlossen wurde, oder ein 100-Meter-Lauf mit 9,96 oder 89 oder wie immer die Bestleistung ist, sondern über einen Zeitraum von oft mehr als 10 Jahren die Prüfungen, die Zeugnisse in der Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren Lehranstalt, im Maturazeugnis, mein Maturazeugnis wäre für einen solchen Zweck völlig ungeeignet gewesen, und bei den einzelnen Prüfungen im Laufe des Universitätsstudiums mit Höchstleistungen und Bestleistungen abgeschlossen wurden. Das ist schon etwas Schönes und das ist etwas, worauf man im weiteren Leben wirklich solide aufbauen kann, wo man sich einen Grundstein
erarbeitet hat, der sicher Dauer hat und Qualität hat und Verlässlichkeit hat. Ich habe vor kurzem gehört, dass der Herr Bundesminister für Wissenschaft und Forschung den Auftrag gegeben hat, zu prüfen oder eine Liste zu erstellen aller jener, die in den letzten 60 Jahren in Österreich Subauspices promoviert haben. Das wird eine ansehnliche Liste werden und ich weiß schon heute, dass sich darauf hervorragende Wissenschaftler, hervorragende Ingenieure, hervorragende Ökonomen, Persönlichkeiten, die im Ausland Großartiges leisten, Persönlichkeiten, die mit hohen Preisen ausgezeichnet werden, Persönlichkeiten, die einen tollen Namen haben, Persönlichkeiten, die in der Lehre und Forschung Spitzenqualität haben, befinden werden. Und ich freue mich auf diese Liste und einen gar nicht so kleinen Teil, oder doch, es ist ein kleiner Teil, habe ich persönlich kennengelernt und freue mich dann auch über ein Wiedersehen. Die Einrichtung einer Promotion unter besonderen Begleitumständen oder unter den Auspizien eines Staatsoberhauptes geht viele Jahrhunderte zurück. Im Anfangsstadium war das aber absolut ungeregelt, von Universität zu Universität, von Land zu Land verschieden. In der Frühzeit war es üblich, dass nur adelige Studierende in dieser Form ausgezeichnet wurden. Es war andererseits üblich, dass auch solche Ehrenbezeugungen oder Ehrenringe oder Ehrenketten auch von geistlichen Oberhäuptern verliehen wurden. Und erst im 19. Jahrhundert hat sich in Österreich das gewissermaßen vereinheitlicht, ist auf eine rechtliche Grundlage gestellt worden in der Amtszeit von Kaiser Franz Josef in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist dann mit dem Ende der Monarchie de facto abgeschafft worden oder nicht verlängert worden. Und im Jahr 1952, also vor genau 60 Jahren, ist dann das Bundesgesetz über diese Form der Promotion unter neuen republikanischen Umständen in einer objektivierten und vereinheitlichten und für alle Universitäten gültigen Form wieder eingeführt worden. Und wenn ich Ihnen sage, dass es jetzt knapp mehr als 1000 Frauen und Männer gibt, die in diesen 60 Jahren Subauspices promoviert haben, mag das auf den ersten Blick eine große Zahl sein. Aber wenn Sie diese 1000 durch 60 dividieren, dann kommen Sie drauf, dass es pro Jahr zwischen 15 und 20 sind. Und wenn Sie bedenken, dass Österreich derzeit 330.000 Studierende hat, dann sind 15 oder 18 Promotionen dieser Art pro Jahr eine wirklich extreme, strenge Auswahl. Und selbst wenn Sie nicht die Gesamtzahl der Studierenden rechnen, sondern die Zahl der Promoventen, ist es immer noch eine Auswahl, die hinter dem Komma steht, also die unter der 1%-Grenze, und zwar deutlich unter der 1%-Grenze liegt. Also insofern können Sie sich freuen, wir freuen uns mit uns. Ich weiß, dass zu denen, die sich am meisten freuen, die Eltern gehören oder Verwandte, die auch regelmäßig anwesend sind, wenn sie diesen schönen Moment erleben. Und Eltern, Freunde, Lehrer, Professoren haben da ein Mitverdienst, das jedenfalls erwähnt werden soll, weil es müssen viele Faktoren zusammenspielen, dass das alles stimmt. In den meisten Fällen sitzt auch eine junge Dame oder ein junger Herr daneben. Und ich frage dann immer, sind Sie verheiratet? Und in ungefähr einem Viertel der Fälle
heißt es ja. In 3/4 der Fälle wird ein bisschen gezögert, aber ich kenne mich dann auch aus und das ist ja alles in Ordnung. Und jedenfalls freuen sich die zwei ganz besonders. Ich darf auch der Universität Leoben, die zu meiner Studienzeit noch Hochschule Leoben geheißen hat und die ich als Studentenfunktionär und als Mitglied des Zentralausschusses der österreichischen Hochschülerschaft auch während meiner Studienzeit an der Universität Wien relativ oft besucht habe. Einen Freund habe ich aus dieser Zeit, den damaligen Studenten Rudolf Streicher, der an der Leobener Hochschule studiert hat und einige andere auch, herzlich gratulieren. Und ich kann Ihnen auch sagen, wenn wir zum Beispiel Besuche, Staatsbesuche aus dem Ausland haben oder wenn wir selber zu Besuchen ins Ausland fahren, nicht nur, dass der Rektor, glaube ich, einige Male der bisherige Rektor mitgefahren ist, sondern im Gespräch, wo Österreich besondere Leistungen erbringen kann, die für Indien oder für China oder für Staaten im Norden Afrikas oder im Nahen Osten von Interesse sind, da tauchen immer Produkte oder Dienstleistungen auf, die mit der Montanuniversität in Verbindung stehen. Seien das Infrastrukturmaßnahmen, Bergbautechnik und vieles andere. Und daher ist auch der wirtschaftliche Faktor dieser Universität bzw. ihrer Ausbildungstätigkeit, ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit sehr, sehr hoch einzuschätzen. Das wollte ich Ihnen sagen, den Appell des Rektors hinsichtlich der Akademie der Wissenschaften kann ich nicht nur verstehen, sondern ich habe engen Kontakt mit der Akademie der Wissenschaften und ich glaube, es war vorige Woche, dass mich eine Delegation der Akademie besucht hat und ihre Sorgen im Hinblick auf die finanzielle Lage dargebracht hat. Aber das ist ein eigenes Kapitel und das soll jetzt dieses feierliche und positive Klima nicht beeinträchtigen, auch wenn es eine schwierige und mühsame Aufgabe ist. Ich gratuliere noch einmal herzlich und es macht mir Freude, dass ich Ihnen jetzt den wohlverdienten Promotionsring, der ein wirklich schöner Ring ist, überreichen darf und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und hier in Leoben sagt man Glück auf. Links oder rechts drauf? Ja, nicht über den Ehering, bitte. So, gratuliere. Alles Gute, viel Erfolg. Das wird ja kommen. Wir singen nun die Bundeshymne. Wir singen
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, zuallererst darf ich mich für diese hohe Auszeichnung und für Ihren persönlichen Besuch hier in Leoben recht herzlich bedanken. Auch Ihnen, meine sehr verehrten Ehrengäste, geschätztes Professorenkollegium und meine lieben Damen und Herren, möchte ich sehr herzlich für Ihr Kommen danken. Erst durch Ihre Anwesenheit verleihen Sie meiner Feier und meiner Promotion diesen schönen feierlichen Rahmen und ich bin Ihnen dafür sehr, sehr dankbar. Meine Damen und Herren, die letzten 15 Jahre waren die Schulzeit an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in Saalfelden und mein Studium an der Montanuniversität hier in Leoben, ja, eigentlich wie ein Beruf für mich. Und das mag Sie vielleicht zu Beginn verwundern, es war aber jeden Tag meines Lebens eigentlich eine Art Traumjob und ich bin hier wirklich sehr, sehr gerne hergekommen. Und eines wissen Sie alle, wenn man was wirklich gerne macht, dann macht man auch das entsprechend gut. Und ich glaube, dass das heute der Schlüssel meines Erfolgs einfach war. Dass ich allerdings mit so viel Begeisterung bei der Sache war, das liegt nicht nur an mir, das liegt vor allem an meinem Umfeld. Und so darf ich mich heute bei allen meinen Lehrerinnen und Lehrern der HTL Saalfelden und bei allen Professorinnen und Professoren der Montanuniversität recht herzlich dafür bedanken. Nicht nur dafür, dass sie mich begleitet haben, sondern vielmehr dafür, dass sie mich unterstützt und gefördert haben und dass sie so viel Engagement in meine Lehre und Ausbildung hineingesteckt haben. Bei einer Person, meine lieben Damen und Herren, darf ich mich aber heute ganz, ganz besonders bedanken. Und das ist mein Doktorvater Gerhard Dehm. Lieber Gerhard, über das Gesagte hinaus hast du die letzten Jahre sehr drum engagiert und warst immer daran interessiert, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Ich glaube, du hast mir durch deinen Einsatz sehr viele Türen geöffnet, die sonst wahrscheinlich für mich verschlossen geblieben wären. Und ich möchte mich deshalb bei dir recht herzlich bedanken. Bedanken für die großartige Betreuung, bedanken für alle Möglichkeiten, die du mir in der Vergangenheit geboten hast und hoffentlich auch in Zukunft bietest. Meine lieben Damen und Herren, abseits der Universität haben mich aber besonders auch meine Freunde geprägt. Egal, ob sie aus Leoben kommen, aus meiner Heimat Kaprun sind oder auf irgendeinem Weltmeer herumsegeln. Meine lieben Freunde, euch möchte ich für die vielen gemeinsamen Stunden und für den ganzen Spaß, den wir immer wieder miteinander haben, recht herzlich danken. Und außerdem möchte ich mich für den Zusammenhalt, den wir gemeinsam haben, bedanken. Und eines, meine lieben Damen und Herren, das war für mich vor 15 Jahren auch noch nicht ganz so in dieser Art und Weise vorstellbar. Und zwar, dass meine beiden Brüder heute zu meinem engsten Freundeskreis gehören. Lieber Tobi, lieber Martin, auf das bin ich sehr stolz und ich möchte mich dafür recht herzlich bedanken. Ja, aber diesen Dank, meine lieben Freunde, und das gilt bitte wirklich für alle, hängt natürlich auch ein ganz, ganz großer Wunsch. Und zwar wünsche ich mir, dass egal was das Leben für uns alle bereithält und egal wo es uns hin verschlägt, dass das immer so bleibt und dass wir uns immer so gut miteinander verstehen. Liebe Mama, lieber Papa, jetzt ist es Zeit, dass ich an euch denke. Und ich bin der festen Meinung, dass eigentlich ihr beiden heute hier oben stehen sollt. Ihr habt mich immer unterstützt, egal wie oft, Mama, vielleicht kannst du dich daran erinnern, haben wir in der Unterstufe gemeinsam Englisch oder Deutsch gelernt. Oder Papa, wie viele Nächte haben wir miteinander über Physik und alle möglichen Einheiten? Bin mir gar nicht sicher. Naja, der Professor Baris kennt sicher alle Einheiten, aber er hätte sicher gerne mitgespielt. Nun, ich möchte und ich darf das Ganze absolut nicht auf die Schule und auf das Lernen beschränken, weil ihr seid abseits immer für mich da gewesen. Und eines fordert mir ganz viel Bewunderung. Und zwar habt ihr einen Balanceakt hingelegt, der Vorbildwirkung für mich hat. Ihr habt mir zum einen eine sehr, sehr lange Leine gegeben, die es mir ermöglicht hat, dass ich sehr spielerisch und aufgewachsen bin und alles probieren durfte. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir sprichwörtlich, und bitte verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, einmal auf die Schnauzen gehört hat, dann wart ihr auch sofort zur Stelle. Und dafür möchte ich euch sehr, sehr herzlich danken. Und eines ist auch ganz klar für mich. Wenn ich Kinder habe, dann seid ihr ein ganz großes Vorbild für mich. Verehrte Festgäste, Sie alle wissen aber auch, dass hinter jedem erfolgreichen Mann mindestens eine genauso erfolgreiche Frau steckt. Und ich frage Sie ganz ehrlich, warum sollte das bei mir anders sein?
liebe Ines. Ich glaube, ohne die wäre das alles hier nicht möglich gewesen und ich bin dir dafür sehr, sehr dankbar. Ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Zukunft und hoffe, dass mein größter Wunsch im Leben erfüllen geht, nämlich, dass wir beide jeden Tag unseres Lebens gemeinsam lachen. Verehrter Herr Bundespräsident, meine lieben Damen und Herren, am heutigen Tag endet, und das haben Sie vorerst schon angesprochen, auch ein Lebensabschnitt für mich. Und es ist Zeit, dass ich ein bisschen nach vorne blicke. Und wie Sie sehen, privat ist alles auf Schiene und ich bin sehr glücklich. Allerdings gilt es, einen Job zu finden, der zu mir und zu meiner Familie passt. Und da erwarte ich von meinem zukünftigen Job, dass er interessant ist, dass er meine grauen Zellen in Zukunft fordert, dass ich nette Arbeitskollegen habe, dass ich Spaß habe. Ja, einfach, dass das ganze Package aus dem Leben, Arbeiten und Familie einfach passt. Allerdings, meine sehr verehrte Damen und Herren, ich habe im österreichischen Bildungssystem wirklich eine Top-Ausbildung genossen und ich bin wirklich dankbar dafür. Und gerne würde ich einen Teil an zukünftige Studentengenerationen weitergeben. Es ist allerdings so, dass die heimischen Bildungsprobleme, wie Sie vorerst angesprochen haben, im Allgemeinen die drastische Unterfinanzierung der Universitäten, aber vor allem der Akademie der Wissenschaften, im Speziellen aber, und jetzt muss ich wieder darauf zurückkommen, weil jetzt betrifft es direkt mich, die unsichere Lage meines Heimatinstituts, des Erich-Schmidt-Instituts, mir ganz klar zeigen, dass im Bereich der Bildungspolitik im Moment nur ganz, ganz kurzfristig gedacht wird und kurze Pläne gemacht werden. Um allerdings die Verantwortung für mich und meine Familie entsprechend wahrnehmen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauche ich Planungssicherheit. Und das heißt im Speziellen, ich brauche ein Gehalt und ich brauche mehr als wie nur einen 3-Jahres-Vertrag, der einmal von Gesetzes wegen maximal aber zweimal verlängert wird. Ich hoffe inständig, meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns alle, dass in diesem Bereich die heimische Politik endlich umdenkt und würde mir sehr wünschen, wenn die Montanuniversität Leoben dabei eine Vorreiterrolle spielen kann. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für die Auszeichnung. Glück auf! Oh,
Thank you.